Ecke. Ja, das geht von selber. Also, mir hat das auch gerade sehr gefallen. Und ich habe vor kurzem eine Rede geschrieben. Sie ist nicht lang. Und es ist meine erste. Und die geht so. Unzählige Menschen kommen nach Europa. Vertrieben aus ihren Heimatorten, wo Krieg und Hungersnot an der Tagesordnung steht. Wir werden in diese Welt geboren und können uns nicht aussuchen, wer unsere Eltern sind. Auch du könntest jemand sein, der dem Tod knapp entronnen auf der Suche nach einem friedlichen Leben ist. Hier in Europa geht es uns verhältnismäßig gut. Man denke an die Menge genießbarer Lebensmittel, die Supermärkte jeden Tag zu Müll verwandeln. Täglich erreichen uns Meldungen von Flüchtlingen, die entweder halb verhungert oder bereits als Wasserleichen vor der italienischen Halbinsel geborgen werden. Wie findet ihr das, wenn eure Heimat von Kugeln durchlöchert, von Korruption verseucht und durch den Geiz eurer Machthaber nicht mehr ein Stück Land, sondern höllisch und angsteinflößend ist? Der Großteil der europäischen Bevölkerung sieht zu. Auch du? Ja, wir können lachen. Ja, wir können uns mit delikatem Essen die Bäuche vollschlagen. Noch. Doch das tun wir auf Kosten anderer. Ich erwähne hier nur kurz die diversen Abkommen, welche die Europäische Union beschließen möchte und die wir wissen, also wir wissen, wie wir sie zu verhindern. Wie wir sie verhindern? Also wir wissen, wie wir sie verhindern können. Ja, Online-Petitionen, sonstiges. Bewusstsein erweitern. Wächst die Empörung in euch wie in mir? Seid ihr nicht auch schon ein wenig verärgert? Ich bin es. Und nicht länger will ich untätig zusehen. Danke und alles Liebe.